Was ist das Immersionsprojekt? Und zwar geht es darum, dass wir kleinen Kindern im Kindergarten versuchen, auf verschiedenste Weise die deutsche und die spanische Sprache beizubringen. Der ganze Unterricht wird auf Deutsch und auf Spanisch begleitet. Das heißt, dass in jeder Situation ich mit meiner Gestik dem Kind die deutsche Sprache beibringen kann. Als kleines Beispiel haben wir Hände waschen. Wenn ich sage Hände waschen, mache ich die Gestik zu Hände waschen und so lernt das Kind durch Wiederholungen jeden Tag, was bedeutet Hände waschen. Und so lernen die Kinder die deutsche Sprache spielerisch, musikalisch und künstlerisch. Es ist schön zu sehen, wie die Kinder die deutsche Sprache ohne Druck lernen. Sie lernen es wie die Muttersprache. Erst hören sie, was die Erzieherin sagt, danach verstehen sie, irgendwann fangen sie mit dem Sprechen an und zum Schreiben. In der Schule haben wir auch sehr viele Feste, zum Beispiel wir haben eine deutsche Woche, wir feiern immer das Laternenfest, im Dezember haben wir den Nikolaustag, einen Weihnachtsmarkt, im Februar haben wir Fasching und somit sind die Kinder immer mit der deutschen Kultur verbunden. Gute Morgen, liebe Kinder. Die Kapsel. Gute Sonne. Hallo Kinder. Auf Wiedersehen.